Du hast es ja sicher schon bemerkt, dass ich immer rot oder beziehungsweise ein rotes Kleid trage. Ich sag dir, wie du von meinem Outfit profitieren kannst. Drei Gründe. Hallo, mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Autorin und Beziehungsmanagerin. Ich habe fünf Beziehungsratgeber geschrieben. Darunter zum Beispiel das Workbook Ich bin mein eigenes Wunder, die Selbstliebeserklärung, mein Bestseller 100 Miese Dates und die Suche nach der Liebe für alle, die nach der Liebe noch suchen, Single sind und die Frauen verstehen wollen, weil da war ich extrem ehrlich in diesem Buch. Und noch, was die Kommunikation angeht, ruf doch mal an, Mann, Mysterium Kommunikation und ich verhelfe zu glücklicheren Beziehungen. Dir ist es bestimmt schon aufgefallen, dass ich immer was Rotes trage oder eben auch ein rotes Kleid. Und ich möchte dir drei Gründe nennen, wie du heute von diesem Outfit profitieren kannst. Grund Nummer 1 ist die Weiblichkeit. Ich weiß, die Frauen sind selbstbewusster geworden, viele schreien Feminismus, Emanzipation und so weiter und so fort. Ich finde Emanzipation sehr gut. Die Frauen, dass die Frauen selbstständig und unabhängig sind von dem Mann, was eben auch das eigene Geld verdienen angeht und auch zu sich selber stehen. Dennoch finde ich auch, dass die Weiblichkeit vielleicht manchmal ein bisschen verloren geht, so wie bei den Männern auch die Männlichkeit. Deswegen steht das rote Kleid für Weiblichkeit. Dass man sich eher wieder traut, mal als Frau Frau zu sein und als Mann Mann zu sein. Das klassische Rollenbild hat meiner Meinung nach durchaus seinen Sinn. Also, liebe Damen, habt ruhig mal wieder ein bisschen Mut, ein bisschen fraulicher zu sein, wie euch auch mal wieder vielleicht in ein Kleid zu schmeißen. Und liebe Männer, wenn ihr eine Frau im roten Kleid seht, denkt dran, dass ihr auch euren Mann stehen dürft und die Frau ansprechen dürft. Aber bitte immer mit Respekt und Wertschätzung. Grund Nummer 2 für das rote Kleid und an was es dich erinnern soll. In der Bewusstwerdung, in der Suche nach der Partnerschaft oder der Wunsch danach, eine harmonische Partnerschaft leben zu wollen, sich mit dem Partner gut zu verstehen, dass man wirklich glückliche Beziehungen führen kann, benötigt eine Sache, eine ganz wichtige Zutat. Und das ist die Selbstreflexion. Wenn du bereit bist, dich selbst zu hinterfragen, wo ist mein Anteil daran? Gibt es Muster? Gibt es Blockaden? Gibt es Dauerschleifen, in die ich mich immer wieder verstricke? Sprich, lerne ich immer wieder gleiche Frauen kennen, die Beziehungen auf die gleiche Weise enden? Oder hast du Kindheitsmuster noch in dir? Fühlst du dich nicht gut genug? Fühlst du dich nicht liebenswert genug? Dann denk dran, die Stärke von der Farbe Rot oder eben auch, wenn du mich oder irgendwen anderes in Rot siehst, daran zu denken, dich selbst mehr zu hinterfragen und auch mit dem Herzen zu sehen. Weil gerade bei den Männern ist es oft leider so, dass die noch sehr verstandesmäßig agieren und ihre Intuition, das Bauchgefühl und das, was das Herz sagt, einfach noch ignorieren und vergessen. Viele haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, sodass so dicke Mauern entstanden sind, dass sie sich gar nicht mehr verlieben können, dass sie beziehungsunfähig geworden sind. Das kann natürlich auch auf der anderen Seite bei Frauen genauso passiert sein. Ich schließe mich da nicht aus. Ich hatte selbst viele Jahre damit zu kämpfen, dass ich mich so verschlossen hatte aufgrund von Verletzungen, auf schlechten Erfahrungen aus Partnerschaften, dass ich nicht mehr offen und bereit für eine neue Beziehung war. Diese Muster kannst du für dich erkennen und abarbeiten. Wenn du wissen willst, ob du vielleicht beziehungsunfähig bist oder ob du überhaupt bereit bist für eine Beziehung, habe ich unten drunter in der Infobox einen Schnelltest für dich gratis, den kannst du dir kostenlos runterladen und kannst innerhalb von kürzester Zeit herausfinden, ob du noch Blockaden und Muster hast, die eine Partnerschaft verhindern. Mit Gefühl und Verstand kannst du neue Perspektiven sehen und ganz andere Beziehungen leben.
Und jetzt kommt Grund Nummer 3, der dir verhilft, bessere Beziehungen zu leben, wenn du die Frau im roten Kleid siehst oder irgendjemand, der etwas Rotes trägt. Erinnere dich daran, die Liebe zu fühlen. Auch das haben wir leider oft vergessen. Es gibt Dinge, die du liebst, aber wir fokussieren uns nicht darauf. Du liebst vielleicht ein gutes Glas Wein beim Essen. Oder du liebst das Essen, was du dir selber zubereitet hast oder im Restaurant. Du liebst das Outfit von einem anderen Menschen. Du liebst der Witz von deinem Kollegen. Du liebst das schöne Wetter. Du liebst die Sonne, die sich erstrahlt und erwärmt. Es gibt so viele Dinge, die du lieben kannst und wo du das Gefühl der Liebe in dir auch wieder fühlen und erwecken kannst. Und wir haben das leider oft vergessen. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, solche Sachen, die liebe ich nicht, die mag ich maximal. Und genau das ist auch der Punkt. Wir haben vergessen zu lieben. Und wenn wir dieses Gefühl erst gar nicht in uns tragen oder gar nicht mehr so richtig wissen, wie das funktioniert und nur noch mögen statt lieben, passieren oberflächige Beziehungen, die nicht in die Tiefe gehen können. Wir können nicht von all diesen Dingen getrennt sein. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, ja, ich mag das aber alles nur und ich liebe gar nichts und auf der anderen Seite verlangen, dass wir eine liebe, tiefe Partnerschaft führen. Das ist einfach nicht möglich. Alle Beziehungen beginnen bei dir. Du bist die Veränderung. Und wenn du an einer Schraube drehst und damit beginnst, wenn du das Gefühl der Liebe wieder in dir entfachst, dann kannst du auch liebevolle, tolle Beziehungen führen. Probier es einfach mal aus. Du kannst ja mal kurz deine Augen schließen und das Gefühl der Liebe mal erspüren. Ist es überhaupt noch da? Kannst du es noch fühlen? Wie fühlt es sich an, etwas zu lieben? Wie fühlt es sich an, wenn du eine Person liebst? Wenn du noch Single bist, stell dir deinen Wunschpartner vor. Stell dir vor, wie du den Tag mit ihm oder mit ihr verbringst. Und liebe und fühle in dieses Gefühl hinein. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, wieder die Liebe in dir neu zu entfachen. Übe und trainiere es wirklich. Es wird dir unglaublich viel in deinem Leben bringen, wenn du diese einfache kleine Technik anwendest. Wenn du mehr über mich und meine Bücher erfahren möchtest, die dir zur Liebe verhelfen, dann schau unten in die Infobox, da wirst du alles finden, auch natürlich, wenn du ein Erstgespräch mit mir willst. Und denk dran, immer wenn du die Frau im roten Kleid siehst oder generell irgendeine Frau im roten Kleid oder was Rotes, denke an diese 3 Gründe und an die Liebe. Mach's gut und abonnier und like meinen Kanal. Das wäre super, super toll. Viel Liebe.